Hallo und herzlich willkommen zu den Let's Play TV Germany News. Heute am 30.09.2012. Mein Name ist immer noch Smokey, ich bringe euch hier die Daily News. Und ja, ohne weiter zum Rumreden geht's zu den Tagesthemen. Los geht mal wieder an die News mit Black Ops 2, denn IGN hat heute eine kurze Aufnahme von dem Multiplayer-Modus von Call of Duty Black Ops 2 gemacht. Wie das Ganze so ist, erfahrt ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Counter-Strike Global Offensive ist jetzt schon seit ungefähr 2 bis 3 Wochen auf dem Markt erhältlich. Und schon kommt das erste Update für das Spiel raus. Unter anderem sind in diesem Update enthalten 2 massive Bugfixes auf den Maps DE Vertigo und AR Monster Assy. Dazu kommen noch 2 komplett neue Karten, die die Spieler erwarten. Natürlich ist das Ganze komplett kostenfrei und wird von alleine, sobald es draußen ist, aktualisiert. Was Valve noch so weiter für Counter-Strike rausbringen wird, werden wir sehen. XCOM Enemy Unknown haben jetzt für ihr Spiel einen interaktiven Trailer rausgebracht. Zu finden ist er auf YouTube und er ist ziemlich cool, sich da so ein bisschen durchzuklicken und da so ein bisschen seine Einheiten rumzukommandieren. Also das ist so das Spiel in Form des Trailers, sagen wir mal. Ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Guckt doch mal rein, Link wie immer in der Videobeschreibung. Eine News zu Dead Space 3. Die Entwickler haben jetzt ein 17-minütiges Gameplay-Video dazu auf YouTube hochgeladen. Link dazu natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Da es Sonntag ist und es ja die Let's Play TV News sind und Sonntag ja der Abschluss einer Woche ist, erkläre ich den Let's Play TV Germany News Sonntag zum Outtake-Sonntag! Hier gibt's jetzt nur für euch die Outtakes meiner letzten News. Die sind toll. Viel Spaß! Eine Nachricht an alle Adventure-Fans. Ab heute gibt es Face Noir, das Indie-Abenteuer, das sich um den schwarzen Donnerstag dreht, des Entwicklers, des italienischen Entwicklers. Scheiße! Fuck! Adventure-Fans, aufgepasst, ab heute könnt ihr das Spiel Face Noir, das ist der Italiener, scheiße Arschloch, Dreck. Adventure-Fans, aufgepasst, ab heute könnt ihr Face Noir, das Abenteuer-Adventure-Indie-Spiel, was auch immer, entwickelt von Matt Orangedelic. Was laber ich da den ganzen Tag? Ist die Angst vor Dieses Spiel wird am Dienstag, Quatsch, scheiße. Auch für Battlefield-Fans habe ich heute was dabei. Und zwar gibt es seit heute den offiziellen Battlefield 3 Aftermath-Trailer. Im Dezember diesen Jahres gibt es für den Battlefield 3 Shooter noch ein Add-on, und zwar namens Aftermath. Mann, nein, das heißt Aftermath. Fuck. Herzlich willkommen bei den Let's Play TV Germany. Und los geht's mit einer News zu Borderlands 2. Der Vorgänger Borderlands 1. Ich hätte nichts trinken dürfen. Scheiße. Und los geht's mit einer News zu Borderlands 2. Der Vorgänger Borderlands 1 musste ja in Deutschland geschnitten werden, da eine Gewaltgrad zu hoch war. Der zweite Teil, nicht der, sondern dem. Hallo und herzlich. Fuck. Hallo und herzlich willkommen zu den Daily News. Nein, das sind keine Daily News, das sind die Let's Play TV Germany News, du Spacken. Und... Hallo? Warum nimmst du nichts auf? Hallo? Mal wieder startet eine News-Folge mit Call of Duty Black Ops 2, denn es gibt seit heute brandneues Gameplay-Material von IGN. 17 Minuten lang ist das Ganze, glaube ich. Da hat sich das Smokey mal wieder nicht informiert. Wie lange ist denn das? Das ist 1 Minute 23 lang, ja. Geil, scheiß Multiplayer-Montagen-Gedöns. Fuck. Counter-Strike Global Offensive gibt's ja schon ungefähr seit 2 bis 3 Wochen auf dem Markt. Und schon bringt. Was bringt's mir denn? Bring mir mal das Bier, Momoka. Scheißendreck. Dead Space 3 Fans, aufgepasst.
Fuck. Warum habe ich gestern so viel getrunken, Mann? Ich meine, ich habe Milch getrunken, sonst nichts. Aber boah, nee, oh, mein Kopf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Scheiße. Eine weitere News betreffend Dead Space 3. Die Entwickler von Dead Space haben jetzt ein 17-minütiges...